Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin Vivian und heute werden wir zusammen packen. Ich fahre nämlich in 2 Tagen in den Urlaub. Also wir fahren in ein Haus auf einem Campingplatz in Holland und dafür muss ich heute packen. Und ich dachte mir, ich nehme dabei einfach mal die Kamera mit, weil ich solche Videos auch mal sehr gerne gucke, vor allem wenn ich selbst kurz davor bin, in Urlaub zu fahren. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, so steigt die Vorfreude auf den Urlaub immer noch mehr. Ich fahre mit der Familie von meiner Tante weg und ich habe gestern schon mit denen telefoniert und habe mir eine kleine Liste aufgeschrieben mit Sachen, die ich packen muss. Und ihr seht, die Liste ist ziemlich lang, aber das sind nur extra Sachen. Also Kleidung ist so der Punkt da oben. Und die anderen Sachen sind alle eher so Nebendinge, die man mitnehmen muss. Im Prinzip wird das Wetter nicht großartig anders als hier. Ab und zu gibt es Regen und es ist so 20 Grad. Aber ich meine, wie man Holland kennt, das kann sich alles immer ganz schnell ändern. Genau, deswegen muss ich so ziemlich für jedes Wetter packen. Also im Prinzip kann es sein, dass wir da im Meer schwimmen gehen können. Aber es kann natürlich auch sein, dass wir die ganze Zeit im Pulli rumlaufen. Also so eine Sache ist das. Das einzige Problem, was ich dabei haben werde, ist, dass ich so wenig Platz einnehmen soll wie möglich, beziehungsweise einnehmen will wie möglich. Einfach weil wir 2 Stand-Up-Paddleboards mitnehmen möchten und die nehmen im Auto ziemlich viel Platz ein. Und mit 5 Personen, die dann auch noch ihre ganzen Klamotten und all das Zeug mitnehmen, könnte es eng werden. Deswegen möchte ich so wenig packen wie möglich. Ich weiß auch noch nicht genau, was für eine Tasche ich mitnehmen werde. Ich denke, ich lege erstmal meine Sachen alle auf mein Bett, die ich einpacken werde. Aber ja, das können wir ja dann gucken. Ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an. So, wir fahren übrigens von Samstag bis Mittwoch. Das heißt, ich muss so für 4 Tage packen. Ich denke, ich fange jetzt erstmal mit T-Shirts an. Es wird wahrscheinlich ein eher aktiverer Urlaub, als dass man da irgendwie rumliegt oder so. Deswegen muss ich eher sportliche Outfits bzw. sportliche Kleidung mitnehmen. Und okay, ich werde erstmal alle Sachen hier auf mein Bett legen und dann später gucke ich, in was für eine Tasche ich das tue. Fange an mit Oberteilen. Das oder das? Ich habe halt schon jetzt viel zu viele Oberteile. Ich meine, wir sind da 4 Tage. Aber ich dachte, das hier ist einfach so ein Pulli, kann ich immer anziehen. Und dann der hier, dachte ich, ist gut für, wenn es so ein bisschen frischer ist. Okay, Hosen. Ich habe halt nur eine Jeans-Shorts. Einfach, weil mir die vom letzten Jahr alle nicht gepasst haben. Und ich habe auch welche bestellt dieses Jahr und war im Laden, die anprobieren. Aber die haben mir leider alle nicht gepasst. Aber ich glaube, es wird eh nicht so warm, dass wir da unglaublich viel in Shorts rumlaufen. Deswegen passt das. Wie gesagt, es ist ein aktiver Urlaub. Deswegen nehme ich auf jeden Fall eine Sportleggings, also eine Sporthose mit. Ich habe mir die Sachen da angeguckt, die man da machen kann. Und das sind so Sachen wie Outdoor Laser Tag und so. Und da braucht man einfach Sporthosen. Klamotten sind fertig. Ich habe jetzt tatsächlich weniger gepackt, als ich dachte. Also bin stolz auf mich. Wie gesagt, wir wissen noch nicht genau, wie das Wetter wird, aber ich nehme auf jeden Fall meine Schwimmsachen mit. Und die habe ich hier oben. Ich denke, ich nehme einfach einen basic schwarzen Bikini mit. Ich habe gerade dieses Handtuch hier gefunden. Das ist eins von diesen Rollhandtüchern von Decathlon. Und das ist sehr gut, weil ich auch noch ein Beachhandtuch mitnehmen soll. In diesem Haus muss man so ziemlich alles selbst mitbringen. Deswegen muss ich auch so viel packen. Also das ist auch alles, was auf dieser Liste steht. Ich will das. Ich muss mir auch aufladen, Leute.
Es ist der nächste Tag und wie man sieht, ich habe hier schon eine Rührschüssel. Und eine Backmischung. Ich habe echt extrem lange nicht mehr mit einer Backmischung gebacken. Aber ich brauche einen Kuchen, der lange hält. Also, der möglichst lange hält und einfach ist zu machen. Ich wurde nämlich gebeten, einen Kuchen mitzubringen, den wir zum Beispiel, wenn wir angekommen sind, essen können oder einfach generell irgendwann, wenn wir da sind. Einfach, dass wir einen Kuchen haben. Und das werde ich jetzt machen. Also, ja. Ich habe jetzt hier meinen Koffer und ich werde die ganzen Sachen einpacken und ich probiere mal die zu rollen. Ich weiß nicht, was jetzt vom Platz her Sinn macht oder nicht, aber ich probiere es einfach mal aus und ja, machen. Das sieht jetzt noch nicht so ganz perfekt aus, aber ich habe alle meine Klamotten jetzt hier eingerollt. Das war voll die gute Idee. Und den großen Pulli tue ich immer so da drüber, beziehungsweise ich ziehe ihn wahrscheinlich morgen auf der Fahrt an. Und dann habe ich hier den Rucksack und da tue ich dann die ganzen Sachen für die Fahrt rein und Essen und so.